Herzlich willkommen zu einem neuen Portfolio-Bewertungsvideo. Und du hast es im Titel gelesen. Wir analysieren ein 200.000 Euro bzw. Dollar Portfolio, ohne einen Cent in Bitcoin drin zu haben. Wir haben nur Altcoins drin, ganze 13 Stück. Wir analysieren erstens die Altcoins. Wir schauen uns an, in welcher Position der Portfolioinhaber ist, was die Gedankengänge waren, warum die Verteilung so war. Gucken uns natürlich auch die Kryptos im Allgemeinen an. Und am Ende des Videos bewerte ich das Portfolio. Ich gehe auf die Gewichtung ein. Ich gehe auf die Kryptos im Allgemeinen ein und das, was ich verändern würde. Wenn das für dich gut klingt, dann zeig mir gerne den Support mit einem Like. Das freut mich natürlich immer. Und kurze Information noch, bevor es losgeht. Wenn ihr diese Kryptos kaufen möchtet, die meisten der Kryptowährungen sind tatsächlich auf Maxi Global verfügbar, auf meiner Partnerbörse. Mit dem Affiliate-Link unten spart ihr nicht nur 10% lebenslang auf alle Gebühren, sondern ihr könnt tatsächlich auch noch einige Boni abgreifen. Je nachdem für das, was euch zusagt, beispielsweise 2000 USDT. Je nachdem für das, was euch zusagt, beispielsweise 2000 USDT überweisen und 20 USDT bekommen. Ansonsten 10 USDT für 500 oder 5 für 300. Diese Info nur kurz am Rande. Ansonsten würde ich auch schon sagen, wir starten mal direkt rein in das Portfolio nach dem Disclaimer. Und ja, ich habe nicht zu viel versprochen. Wir sind bei einem 200.000 US-Dollar Portfolio. Wie ich meinte, wir sind über 10 Kryptowährungen, also bei 13 Kryptowährungen insgesamt. Zu der Person kurz, die Person ist 50 Jahre alt. Das Ziel ist es, bis 2025 bzw. 2026 finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, wir rechnen hier im Sinne von einem Bullrun. Die Person investiert seit knapp 2 Jahren in den Kryptomarkt, darunter auch ein Teil von der Erbschaft. Und investiert ungefähr 200.000 Dollar. Und die Frage ist, okay, wie bewerte ich das? Es ist risikohaft, kein Bitcoin, kein Ethereum dabei. Und da müssen wir auch gleich mal sagen, die größte Position, das werden wir natürlich gleich nochmal aufgeschlüsselter sehen, ist tatsächlich Crypto.com Kronos. Und zwar ein Teil des Depots wurde leider in FOMO Ende 2021 eingekauft, besonders natürlich auch die Kryptowährung, die ich gerade genannt habe, Crow. Apropos, die Farbe von Kronos passt sehr gut zu meinem Pullover. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das Ziel hier, die ICY zu bekommen. Ja, das hatten wir auch schon öfter thematisiert, die Karte von Crypto.com. Das heißt, das Ziel waren es hier, 35.000 Euro in Crow zu haben. Da Crow damals noch viel teurer war, waren das natürlich dann im Endeffekt weniger Crow, die man bekommen hat. Diese muss man staken, also verschließen, damit man eben auf die Boni zugreifen kann. Damals war die Boni auch besser. Ich glaube, das waren 5%. Ja, das war schon recht viel. Das war ein wirklich starkes Angebot. Deswegen war Crow auch zu dem Zeitpunkt irgendwo hier in den Top 13, Top 19 ja vorhanden. Das war sehr, sehr stark, wie die Performance von Crow damals war, was diese Kryptowährung auch extrem raketenartig nach oben befördert hat, zeitweise sogar bis hin zu den 90 US-Dollar Cent. Die Kryptowährung ist andauernd angestiegen, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Der Hype war am Start und genau das, ja, beispielsweise diese Kartenerreichung, diese Ziele, die man sich hier gesetzt hat. Viele haben sich auch dieses Ziel hier gesetzt. Diejenigen, die mehr Kapital zur Verfügung hatten, haben dann natürlich auch sich höhere Ziele gesetzt und deswegen auch einen Anreiz gehabt, diese Kryptowährung ordentlich zu akkumulieren. Und nachdem der Bullrun Top erreicht wurde und es in die andere Richtung ging, konnte Kronos zum Teil auch gar nicht mehr diese Prozente beibehalten, mussten immer weiter reduzieren und weiter reduzieren, was zu weniger Vertrauen geführt hat. Und dann kam eben dieses kaskadenartige nach unten schießen. Das Börsenthema hat es natürlich auch nochmal weiter nach unten gedrückt und genau deswegen sind wir natürlich extrem stark abgestraft worden. Wir sind nämlich zum jetzigen Zeitpunkt ganze 91% vom All-Time-High entfernt und seit 2022 wurde dann monatlich Dollar-Cost-Average betrieben und jetzt gehen beispielsweise monatlich 800 Euro in Quant und VeChain rein. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen hier schon mal zum Portfolio. Ich meinte ja auch schon gut, deswegen habe ich auch so viel Crow thematisiert, weil wir wirklich 130.000 Stück davon haben. Das macht 22% des gesamten Portfolios aus, was jetzt um den Dreh 10.000 Euro wert ist. Okay, gehen wir zur zweiten Kryptowährung und zwar zu XRP. Ganze 19%, 45.000 Stück. Eine Krypto mit der größten Fanbase wahrscheinlich im gesamten Kryptospace. Also die XRP-Maxis sind meiner Meinung nach sogar fast schon krasser als die Bitcoin-Maxis. Eine Kryptowährung, die sich aber auch schon sehr, sehr lange in den Top 10 bewegt. Ja, die SEC hat hier dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Kryptowährung, die meiner Meinung nach irgendwo sehr sicher ist, aber irgendwo auch recht unsicher durch diese gesamte SEC-Thematik und Problematik. Aber eine Kryptowährung, wo ich persönlich sage, hey, die kann man auf jeden Fall stehen lassen, die ist interessant, die geht natürlich auch auf die kompletten Big Player, auf ein generelles Zahlungssystem, auf CBDCs,
auch sehr, sehr gewinnorientiert, die Firma Ripple im Allgemeinen. Hiervon haben wir ganz 35.000 Stück, was ungefähr 12.000 Euro wert ist. Und nicht wundern, diese Prozentanzahlen, die variieren natürlich ein bisschen, denn der Kryptomarkt hat sich innerhalb der letzten Woche, innerhalb der letzten 2 Wochen recht stark gewandelt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, die dritte Kryptowährung Quant QNT, da müssen wir eigentlich überhaupt nichts mehr dazu sagen. 150 Stück, das ist auf jeden Fall ein Ziel, wo die meisten Personen sich glücklich schätzen würden, so viel Quant zu besitzen. Eine Kryptowährung, die wirklich viel Potenzial hat. Eine Kryptowährung, die auch schon recht stark angestiegen ist. Und das sind ganze 18.000, fast schon 19.000 Euro. Eine sehr gute Investition, prozentual auch voll okay. Und dann kommen wir zur nächsten Kryptowährung. Wir merken ja, okay, die Person akkumuliert gerade stark Quant und VeChain. VeChain hier 11%, 11,5%, wobei wir hier 460.000 VeChain haben und 400.000 BitDo Token. Das heißt, generell in das komplette VeChain-Ökosystem investiert. Ja, ich muss eigentlich auch gar nicht viel über VeChain sagen. Eine Kryptowährung, über die ich auch sehr, sehr viel rede. Eine Kryptowährung, die ich somit als erstes abgeschlossen habe, was so meine langfristigen Ziele angeht. Erstens, weil die Kryptowährung meiner Meinung nach auch extrem günstig ist, auch jetzt noch. Und deswegen haben wir hier auch ein recht starkes Invest, was uns zu fast 12.000 Euro führt. Und jetzt kommen wir ja auch schon in eine Small Cap Richtung. Ja, fast schon eine Micro Cap Richtung, und zwar CKB, also Nervous Network. Hier haben wir 7% im Portfolio, also 1 Million Stück, sogar noch etwas mehr. Und das müsste ungefähr 5.300 Euro im Portfolio ausmachen. Nervous Network, eine Kryptowährung, über die auch schon einige YouTuber berichtet haben. Meiner Meinung nach auch ordentliches Potenzial. Ich habe mich da mal ganz kurz reingelesen, noch keinen Deep Dive gemacht. Diese Kryptowährung ist aber wirklich recht günstig. Heute auch wieder 10% abgestraft wurden, weil der Kryptomarkt generell dippt. Und diese Kryptowährung, was ich sehr, sehr von Vorteil finde, auf Rang 164 ist. Das heißt, nur eine Market Cap hat von 200.000. Das heißt, hier haben wir auch ein recht starkes Anstiegspotenzial, weil diese Kryptowährung nicht wirklich einen Run hingelegt hat bisher und deswegen auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und wie wir sehen, der Preis ist momentan sehr, sehr günstig und wir sind hier recht stark am Boden. Es gibt auch nicht sonderlich viel Unterschied zu den Preisen von 2020, was jetzt auch schon fast 3 Jahre her ist. Und deswegen für mich auch CKB Nervous Network eine sehr interessante Kryptowährung. Gibt es beispielsweise auf Binance Qcoin zu kaufen. Und ansonsten Chainlink auch im Bereich der Interoperabilität vertreten. Sehr interessante Kryptowährung. Hier jetzt aber nicht mehr so viel Prozent, 3,6. Auf jeden Fall ordentlich. 1000 Stück davon. Die nächste Kryptowährung wäre Veracity, eine Kryptowährung, die auch innerhalb der letzten Zeit recht stark angestiegen ist. Hier haben wir 650.000 Stück, 3%. Die nächste Kryptowährung Gala, auch eine Kryptowährung, die extrem stark abgestraft wurde. Veracity natürlich hier auch immer noch eine Small Cap Krypto. Sehr interessant, deswegen meiner Meinung nach auch viel Potenzial. Habe ich auch schon sehr, sehr viele Videos dazu gemacht. Gala, eine Gaming Kryptowährung, auch recht interessant, da die Kryptowährung recht stark abgestraft wurde. Auch durch so den ein oder anderen Skandal. Hier haben wir 60.000 Stück. Meiner Meinung nach auch noch gutes Potenzial, wenn das so positiv voranschreitet. Es ist ein Altcoin, das heißt, wir haben hier generelle Risiken, die ein Bitcoin beispielsweise nicht hat. Beim Bitcoin ist man sich sehr, sehr sicher, dass diese Kryptowährung auch das alte All-Time-High bricht. Bei vielen Kryptowährungen im Small Cap, Micro Cap Bereich oder auch bei den großen Playern ist man sich eben nicht so sicher, ob die wirklich mal das All-Time-High brechen können, beispielsweise auch Filecoin. Aber das ist eben so die Sache bei den Altcoins, sehr viel Potenzial. Aber wer sagt uns, dass wir hier im Endeffekt das All-Time-High erreichen? Gala auch recht stark vom All-Time-High entfernt, aber meiner Meinung nach dennoch eine interessante Wahl und zu der prozentualen Anteil vollkommen vertretbar und voll okay. Ansonsten noch Algorand, haben wir 18.000 Stück. Auch wenn es natürlich nur 2,5% ist, sind 18.000 Stück schon ordentlich. Eine Kryptowährung, wo ich auch nicht so viel dazu erzählen muss. Eine Layer One, meiner Meinung nach sehr komplett. Dann Filecoin, wie ich meinte, auch wirklich eine interessante Kryptowährung, interessanter Use Case. Ja, sehr, sehr, sehr stark abgestraft. Bin ich auch gespannt, wie das Ding im Bullrun performt. Und ansonsten Adara HBAR, eine Kryptowährung, natürlich auch eine DAG. Sehr, sehr interessant auch. 2%. Und da muss ich ehrlich sagen, Polygon beispielsweise hier noch 1% und AlchemyPay 0,5%. AlchemyPay in den letzten, ja, Wochen recht, recht stark angestiegen. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich sogar 3%. Also die Kryptowährung ist wirklich recht stark nach oben geschossen innerhalb von kürzester Zeit, hat den Kryptomarkt outperformed. Mit 100.000 Stück ist man hier auf jeden Fall auch nicht auf der verkehrten Seite. Gut, am Ende natürlich etwas schneller. Die Kryptowährungen sind eigentlich auch sehr, sehr bekannt. Muss man auch nicht so viel dazu reden. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen jetzt auch schon mal drauf ein. Gut, wie würde ich das Portfolio bewerten? Und da würde ich erstmal sagen,
Wir gehen auf das Positive. Die Anzahl der Kryptowährungen finde ich voll okay. Wir müssen überlegen, wir haben ungefähr 200.000 US-Dollar investiert. Da finde ich persönlich diese prozentualen Anteile vollkommen okay. Wir haben hier eine 22% Gewichtung von der Kryptowährung Nummer 1. Dann haben wir aber auch noch ein paar Player, die ebenfalls recht hoch gewichtet sind. Zum Beispiel hier 19%, 14% oder 11% und dann noch 7%. Und der Rest teilt sich dann eben in kleinere Prozentteile auf. Das heißt, von der Gewichtung von den Kryptowährungen finde ich das eigentlich alles vollkommen okay. Wir haben hier auch nicht übermäßig viele Kryptowährungen. Währung, das heißt 13 Stück bei dem Invest, vollkommen okay, vollkommen stark, unterschreibe ich, finde ich persönlich gut. Bei der Gewichtung würde ich persönlich sagen, an sich ist das gut, ich würde aber auf jeden Fall Kryptowährung anders gewichten, okay? Zum Beispiel haben wir hier Polygon-Matic, da bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob 1% von den Polygon-Matic, die man hat, ob das wirklich so viel Unterschied macht. Von den Smaller-Microcap-Kryptos bin ich persönlich überzeugt, da sind wir eigentlich recht gut im Rahmen. Wir haben jetzt CKB mit 7%, gut, das ist natürlich recht hoch bewertet. Hochgewichtet, aber da wurde sich auch bestimmt was gedacht. Da geht man natürlich auch Risiko, weil man hier ebenfalls auch ein paar Kryptowährungen hat, die eigentlich recht stabil unterwegs sind. Besonders auch unseren Lieblings-Stablecoin XRP haben wir hier natürlich dabei. Das heißt, man kann grundlegend sagen, von den Altcoins an sich sind wir recht gut aufgestellt. Wir haben Kryptowährungen, die recht sicher unterwegs sind, ja, beziehungsweise schon etabliert sind, würde ich eher sagen, und zwar XRP, Quant. Dann haben wir natürlich noch Chainlink und Algorand, Polygon, HBAR, VeChain. Und dann haben wir ebenfalls noch ein paar Kryptowährungen, die noch keinen wirklichen Run gesehen haben, die natürlich mehr Risiko haben, aber deutlich mehr Potenzial, wie beispielsweise CKB, Veracity und Alchemy Pay. Auch beispielsweise die Gewichtung bei VeChain gefällt mir. Ich persönlich sage ja auch immer so ungefähr 10% in VeChain, wenn man da von überzeugt ist, im Lieferkettenmanagement beispielsweise auch seinen Fuß drin haben möchte. Sehr, sehr stark. Jetzt kommen wir aber zum größten Problem dieses Portfolios. Und zwar gut, Fehler machen wir natürlich alle irgendwo mal im Laufe unserer Laufbahn. Ja, viel FOMO, Ende 2021 eingekauft zum Bullrun Top. Das heißt, wir haben natürlich viel Geld in diese Kryptowährung investiert, in Crow. Wir haben zwar noch Anstiegspotenzial. Ich persönlich schreibe Crypto.com eigentlich nicht ab. Wir haben hier einen ordentlichen Weg nach oben. Wir sind immer noch recht weit am Boden. Ja, jetzt würden sich persönlich deutlich bessere Einkaufsgelegenheiten bieten, weil wir wirklich sehr, sehr lange schon sehr weit unten sind. Das Ziel soll es natürlich sein, bis 2025 und 2026 finanziell unabhängig zu sein. Ich glaube, ich habe es auch mal gelesen, dass man so ungefähr in dem Bereich der Millionen sein möchte, natürlich auch steuerfrei. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, das wäre ungefähr vom Initialinvest von den 200.000, die man hier investiert hat, ein mal 5. Das heißt, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall vollkommen vertretbar. Wir haben hier natürlich auch einige Kryptowährungen, die deutlich mehr Potenzial haben. Wir sind hier im Altcoin-Bereich. Wir haben allein Quant, der jetzt schon gezeigt hat, wo es hingeht. Generell auch jetzt 150 Stück zu haben, das wird auf jeden Fall noch einige Prozente geben, meiner Meinung nach. VeChain steht meiner Meinung nach auch recht stark am Boden. Da haben wir auch ordentliches Potenzial nach oben. Generell wie mit vielen, vielen anderen Kryptowährungen. Wir sind eben noch im tiefsten Bärenmarkt. Das heißt, wir haben immer noch viel Potenzial nach oben. Aber da muss ich ehrlich sagen, meiner Meinung nach wäre dieses Portfolio deutlich besser, wenn man beispielsweise Crow und XRP auf ungefähr 20% aufteilt. Das heißt, beispielsweise, wenn man das unbedingt haben möchte, 10% Crow, 10% XRP und dann 22% dieses gesamten Portfolios. Also, das müssten ja dann ungefähr 40.000 US-Dollar sein. Das dann einfach in den Bitcoin. Denn wenn man so viel investiert hat in den Kryptomarkt, man sieht natürlich auch, wie stark einige Kryptowährungen abgestraft wurden. Da würde ich persönlich wirklich in den Bitcoin investieren und das schon als Pflicht ansehen, ja. Bei 200.000, wenn auch zum Beispiel ein Erbe drin ist, da würde ich mich nicht so stark auf die Altcoins verlassen. Wir haben hier zwar starke Altcoins mit drin, aber hier spielt man natürlich auch schon recht viel mit dem Risiko. Das müssen wir hier einfach so sagen. Und wenn Crow jetzt nicht performen sollte, dann haben wir hier natürlich ein Fünftel des Portfolios, was fast schon wegfällt. Von der Gewichtung würde ich persönlich auch Polygon eigentlich wegcutten. Rein theoretisch, diese 1% Polygon werden nicht so viel machen. Also ich hätte es gar nicht erst gekauft. Aber der größte Kritikpunkt, dass man wirklich kein Bitcoin hat. Und ja, man geht hier höheres Risiko. Aber ich würde persönlich sagen, wenn man ein Kryptoportfolio hat im Bereich von 5.000 Euro, 5.000 US-Dollar und da kein Bitcoin drin hat, weil man sagt, hey, ich möchte mir erstmal mein Kapital aufbauen, ich möchte hier Risiko gehen, ich bin mir den Risiken bewusst, dass das Portfolio womöglich dann nicht so gut performen kann, dass wir womöglich die All-Time Highs nicht erreichen. Wenn man sich dem allen im Klaren ist, mit 5.000 Euro Invest beispielsweise, dann ist es vollkommen okay und vollkommen verständlich. Aber wenn man so viel investiert hat, dann sollte man meiner Meinung nach natürlich auch Bitcoin haben. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, das ist schon recht schwierig gerade, ja. Denn man könnte das Portfolio natürlich auch so lassen. Und ich glaube auch, dass wir hier
stärker rauskommen werden, als wir momentan im Portfolio wert sind. Vollkommen normal. Im Bullrun werden hier bestimmt auch noch einige Kryptowährungen ordentlich durchmarschieren. Aber für mich persönlich abschließende Worte, wäre das Portfolio etwas zu unsicher, besonders bei der Summe, die hier investiert wurde. Denn ich bin persönlich der Meinung, 20%, 25% in den Bitcoin und alles andere ist dann eigentlich egal. Da kann man die Gewichtung dann so nehmen, wie man möchte. Aber Bitcoin meiner Meinung nach natürlich auch hier essentiell. Denn sonst hat das Ganze für mich einen recht starken Gambling-Charakter. Und es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder einige oder viele Kryptowährungen hier performen sehr stark, besonders natürlich auch vorausgesetzt hier die großen Summen, die großen Positionen werden hier gut performen. Dann haben wir auf jeden Fall einige X möglich. Ich kann mir persönlich aber auch vorstellen, wenn hier die großen Positionen beispielsweise nicht performen sollten, dass das Portfolio dann auch nicht so stark performen wird. Und deswegen auch stagniert. Ja, wir werden natürlich nicht auf dem Preis bleiben, wo wir jetzt momentan sind, aber wir werden nicht so stark ansteigen, wie wir es womöglich haben wollten. Denn wir müssen auch überlegen, beim Bitcoin hätten wir auch 200.000 Euro investieren können, im richtigen Moment, sogar nicht im perfekten Bodenmoment, ja, sondern bei 20.000. Und dann hätten wir einfach warten können. Und da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass wir auf die 100.000 kommen. Wenn nicht im nächsten Bullrun, dann im übernächsten. Und dann hätte man auch die Million sicher und das steuerfrei. Aber ich bin extrem gespannt, was ihr zu dem Portfolio sagt. Ich weiß auch, viele von euch sind der Überzeugung, ich investiere nur in Altcoins. Der Bitcoin hat für mich überhaupt kein Anstiegspotenzial. Ethereum ist auch langweilig. Die Market Cap ist viel zu groß und da ist nicht mehr viel zu holen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber bleibt auf jeden Fall fair, bleibt sachlich, denn wir sind eine Community. Wir wollen uns natürlich eher aushelfen. Und ich denke, dass wir diese 200.000 besonders mit gutem Dollar Cost Average auch wieder ohne Probleme hinbekommen sollten. Das heißt, dass wir hier nicht ins Minus gelangen, denn das sollte natürlich erstmal langfristig auch das Ziel Nummer eins sein, dass man hier mehr Geld rausbekommt, als man natürlich auch investiert hat. Da sehe ich persönlich kein Problem, da wir hier auch ordentlich diversifiziert haben, in dem Altcoin-Bereich zumindest. Aber ja, ich würde mal sagen, ich habe genug geredet. Ein sehr interessantes Portfolio. Ich habe natürlich auch gesagt, da er mir das sehr gut aufgelistet hat, nehmen wir dieses Portfolio auf jeden Fall rein. Und ich glaube auch, dass man mit dem Portfolio ordentlich was hinbekommen kann im nächsten Bullrun. Versteht mich da auf gar keinen Fall falsch. Da muss nur eine einzige Kryptowährung explodieren von den Top 5 und dann haben wir sehr, sehr gutes Geld drin. Und das ist eben das Coole und das Interessante am Kryptomarkt. Ansonsten würde ich aber sagen, wir sehen uns dann morgen zum FAQ und bis dahin. Peace out.